sitzen heute in der Skatehalle von Thomas E. und machen unser erstes Teen Guys Camp. Ein Festival, was sich nur um die Gen Z kümmert. Generell kursieren so viele Aussagen über die Gen Z, die natürlich sehr stark verallgemeinern. Und da helfen halt Zahlen, Daten, Fakten extrem und bringen uns so einer Generation oder den Bildern, den Werten, den Bedürfnissen, Ängsten näher und sorgen dafür, dass wir es eben besser verstehen und besser einordnen können. Ohne die Gen Z wird die deutsche Wirtschaft nicht weiter existieren. Ganz einfach. Also ich glaube, die Bedeutung ist ganz klar in dem Sinne, dass man sagt, man muss sich auf die nächsten Generationen einstellen. An der Gen Z würde ich sagen, ist sehr besonders, dass sie mutig sind und auch relativ frech und laut sagen, was sie wollen. Und das finde ich total super. Der Nachwuchs wird knapper und das Interesse an den jungen Menschen wird größer. Und alle bemühen sich im Grunde um eine neue Generation und alle sind auch offener für die Ideen dieser neuen Generation. Und das ist interessant, weil es war schon anders. Es war schon eine größere Distanz zwischen den Generationen. Diese Kreativität, also finde ich einfach, ist sehr, sehr groß. Auch gerade sieht man ja auf Social Media, welche kreative Videos da entstehen. Ich denke, auf der ersten Seite sind wir einfach die vielfältigste Generation, die jemals existiert hat. Was natürlich auch uns vor Herausforderungen stellt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir so diesen solidarischen Gedanken voll teilen irgendwie und die Welt mitbestimmen, mitmischen möchten.